So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry. Das hier ist Part 29 und wir machen jetzt weiter, immer noch mit dunkler Webcam, aber das ist mir jetzt egal. Ich habe leider kein richtiges Licht. Also ich habe schon eine Deckenlampe, aber ich meinte sowas wie eine Softbox oder sowas besitze ich nicht. Deswegen muss ich halt eben so machen. Wenn ich nämlich die Helligkeit von der Webcam wieder etwas höher drehe, dann überstrahlt das wieder so hässlich und das mag ich nicht. Oh, guck mal hier. Hier gibt's schon wieder Krieg. Ach du Scheiße. Was hat sich Krieger denn dabei gedacht, bitte? Boah, da geht übelst die Post ab, ne? Vulkan. Warum an einem Vulkan, Alter? Warum? Verstehe ich nicht. Oder verstehe ich noch nicht. Toll. Ah doch, hier komme ich weiter. Tatsächlich. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Guten Abend. Ich glaube, ich verpiss mich ganz schnell hier, bevor wieder Raketen angeschossen kommen. Fuck. Ah. Oh Gott. Bin ich gerade echt durch die Lava gefahren? Oder in die Lava gefahren? Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Es war auf jeden Fall sehr doof. Ich habe auch nichts gesehen, ey. Übrigens, ich habe jetzt mittlerweile gecheckt, wie man Außenkamera fahren kann. F1. Darauf muss man natürlich erstmal kommen. Also ich habe es nicht direkt gecheckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte dahin gemusst. Kann das sein? Aua. Ach, ich kann die Dinger auch überfahren. Das hätte ich... das wusste ich nicht. Kann ich da vielleicht rüberspringen? Das wäre ja geil. Das ist hier so. Hier so. Das hier so. Yeah! Okay. Aber zum Glück fliegen die Raketen sowas von langsam. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Toll, ich rutsche hier runter. Keine Ahnung, wie ich das hier überleben soll, ehrlich gesagt. Ich muss es halt probieren, ne? Mein Gott. Ja, ich weiß, ich bin eh gleich tot. Bin ich hier eigentlich noch richtig, wo ich jetzt gerade hingehe? Sieht irgendwie nicht ganz so aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich bin hier natürlich ganz richtig. Ganz, ganz richtig. Es wäre richtig cool, wenn der abnippeln könnte. Okay, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so, perfekt. Wow, da kommt der nächste. Schnell rüber hier. Schnell rüber hier. Ich glaube, hier bin ich eh in Sicherheit erstmal. Zumindest von den Triginen. Trigenen, weiß ich nicht. Oh Mann, ich hab's kommen sehen. Ach, wieder hier. Ach ja, natürlich. Hat ja nicht mehr gespeichert seitdem, ne? Okay. Ach Mann, ey, muss das immer so schwierig sein? Ich glaube, ich gehe wieder Minecraft spielen oder ETS oder irgendwie sowas. Viel einfacher als sowas hier. Ach nö, ey. Hat mich aber gut erwischt hier. Au. Oh, komm, 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 komm. Oh, komm schon rüber hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Hier werde ich den Hintern versohlen. Wo bist du? Auch? Drecksack. Was beschimpft er mich eigentlich? Sag mal, hat er noch. Guck mal, hier hat er das Spiel gespeichert. Ich hätte nur 2 Meter laufen müssen. Ich habe gerade angelegt und bin auf dem Weg zu Ihnen. Wir sehen uns dort, Doyle. Darauf können Sie wetten.
Soll ich die Sniper mitnehmen? Vielleicht liegt die ja gar nicht umsonst da. Ich glaube, die M4 werde ich nicht brauchen. Oha, natürlich. Also, ich würde mal sagen, Dr. Krieger hat absolut gar keine Komplexe. Oha, jetzt weiß ich, warum es hier den Sniper gibt. Von wo? Oh Junge, haben die mich wieder schnell entdeckt, ey. Das Maul da hinten. Ich hoffe, es kommt keiner von hinten jetzt. So ein Trigene oder so. Oh shit. Oh Mann. Das war es echt an Munition. Willst du mich verarschen? Toll. Und wie komme ich jetzt am besten hier runter? Das war ja wieder echt schlau, ne? Haben die gut gebaut hier. Von wo? Willst du mich verarschen? Ich verstehe nicht von wo, Alter. Ich bin zu doof. Ich bin echt viel zu bescheuert für dieses Spiel. Alter, die Waffe ist für den Fernkampf auf jeden Fall sehr gut geeignet. Ohne Spaß jetzt, das überrascht mich gerade. Ich weiß nicht, warum ich jetzt unbedingt auf den schießen wollte, aber er war halt da, das reicht ja, ne? Heutzutage braucht es ja auch nicht mehr Gründe, um Leute abzuknallen. Leider. So. Boah. Ist alles okay? Ich bin wieder so gut wie tot. Wieder so gut wie tot. Ich brauche ein Medipack. Räuchert ihn aus. Jetzt habe ich du dich. Du bist tot, Mann. Ich weiß, Mann. Ja, siehste, Mann. Kontakt verloren. Und das Ganze startet nochmal hier oben. Kriegers Anlage müsste in Ihrer Nähe sein. Ich habe gerade angelegt und bin auf dem Weg zu Ihnen. Wir sehen uns dort, Doyle. Darauf können Sie wetten. Na, hoffentlich, ne? So, wir haben 5 Schuss. 5 Schuss mit dem Sniper. Damit sollte ich auf jeden Fall die schwierigsten Ziele ausschalten. Den zum Beispiel nicht. Oh Gott. Oh Gott. Am liebsten würde ich gleich nochmal laden. Mann, ohne Spaß jetzt. Wo ist der mit deinem scheiß Raketenwerfer? Wieso treffe ich den nicht? Das juckt den nicht. Meine Fresse, ey. Seht ihr den Typen an dieser Lampe? Der stand einfach nur da. Und es hat gereicht. Mal ohne Spaß jetzt. Es hat gereicht. Einfach nur, dass er da war. Es hat gereicht. Immer noch ein Typen mit einem Raketenwerfer. Ich sehe ihn aber nicht. Irgendwo ist noch ein Typ mit Raketenwerfer. Zumindest macht es so den Anschein. Ist das ein Mast? Von einem Boot? Doyle hat ja auch gerade gesagt, er ist gerade angelegt. Auf jeden Fall mit einem Boot, nehme ich mal stark an. Oh, chill. Da, wo du mich nicht finden kannst, vielleicht? Au! So, diesmal gehe ich nicht einfach so runter. Oder doch? Doch, ich gehe runter. Ich muss ja runter. Was soll ich denn sonst machen? Kontakt verloren!
Oh, ich habe ja nur Steine. Geil, ich werfe mit Steinen. Was ist denn hier los? Na komm. Okay, durch die Kiste bringt wohl nicht. Was ist denn hier los? Der denkt immer noch, wir sind über ihm. Dahinter war noch einer. Da war noch einer. So. Einfach weitermachen. Mal gucken, ob wir jetzt etwas weiter vorrücken können. Toll wäre es auf jeden Fall. So, der hat mich nicht bemerkt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Far Cry so ein schweres Spiel ist. Wirklich. Niemals. Niemals. Wie gesagt, ich habe auch keine Freunde, die dieses Spiel mal gespielt haben oder so. Das heißt, ich kenne niemanden, der dieses Spiel kennt. Was jetzt nicht so vorteilhaft ist, weil man nicht wirklich darüber reden kann oder sich mal vorher Informationen einholen kann. So richtig über YouTube gucken oder so möchte ich ja nicht, weil ich ja das Spiel blind Let's Play. Was heißt, ich würde mir dann sozusagen den Spaß verderben. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht es Krieger an den Kragen. Ich bin manchmal ein bisschen... Ihr wisst schon. So, und wo lang jetzt? Okay, das ist hier nochmal ein Ausrüstkämmerchen. Mit welcher Waffe wollen wir denn weiter spielen? Ja, ich glaube, ich bleibe bei der. Die ist auf jeden Fall enorm gut. Meiner Meinung nach. Wahrscheinlich auch der Grund, weshalb man sie so spät findet. Boah. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Oh. Elite-Einheiten. Oh, ganz schön viele. Oh, noch das, ey. Wow! Au, 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 au. Boah, wie viele, Alter. Was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Oh. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Okay. Sucht wer Probleme? Du vielleicht? Weißt du, was ich lustig finde? Ich treffe ihn direkt mit der Granate. Und es stört ihn halt mal gar nicht. Finde ich schon sehr seltsam, ehrlich gesagt. Aua. Oh, Raketenwerfer schon wieder. Ich hasse Typen mit Raketenwerfern. Das ist sowas von behindert, Alter. Es ist einfach nur behindert. Scheiß Raketenwerfer. Schmeiß die Kacke doch bitte weg. Alter. Kopfhörer spinnen schon wieder. So, los, ran jetzt hier. Piss dich. Ich hasse Raketenwerfer. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, wenn das geht. Nein, es geht nicht. Scheiße. Da ist der mit dem Raketenwerfer. Ich weiß, ich bin hier schon dreimal gestorben. Ich weiß. Ist doch nichts Neues. Ach, meine Fresse. Hör mal auf mit diesen scheiß Raketenwerfer. Weißt du, wie das abfuckt? Enorm. Enorm.
Ist der tot mit dem Raketenwerfer? Ist der tot? Ich vertraue dieser Stille nicht. Was ist denn das für ein Viech? Ach, das sind die. Okay, der ist tatsächlich tot. Schön. Was ist das? Eine AG-36. Brauche ich nicht. Was kommt jetzt? Geht's Ihnen gut? Sehe ich etwa so aus? Machen Sie sich keine Sorgen, mein Kind. Die nächste Stufe erleben Sie nicht mal. Bossfight. Oha. Tschüss. Ich würde sagen, ich bin wieder so gut wie tot. So gut wie tot. So, der Typ hat wieder ganz schön viele Kumpanen hier. Oh, Granate. Komm, stirb. Oha, Mann. Übertreibt doch nicht. Das Mittel ist schwer. Genau. Die Schwierigkeitsstufe Mittel ist schwer in meinen Augen. Ich finde es wirklich verdammt schwer. Ich mache gleich auf easy, Alter. Oder auf was auch immer. Ja, komm, übertreib doch nicht. Mach das weg hier. Mann. Ich heule gleich, wenn das so weitergeht. Junge. Oh, der lebt immer noch. Ich würde mal behaupten, das ist Dr. Krieger. Oh Gott. Oh, jetzt musste ich mich gerade an der Glatze kratzen. Okay, wir haben hier den Typen. Wir haben direkt vor uns Typen. Wir haben einen Dr. Krieger, der gerade völlig ausflippt. Wir haben Granaten, die uns mit einem Schlag alles abziehen. Wir haben einen Uwe, der gleich ausflippt. Und wahrscheinlich einen kaputten PC. Oh Gott. Es ist so unüberschaubar. Das ist von überall. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier in Deckung bleiben kann, um ehrlich zu sein. Ach, komm. Guck mal, Alter, das ist so brutal. Das ist nicht mehr feierlich. Oh Gott, mein Gott, ich nehme es auf die leichte Schulter. Wenn ich mich wenigstens auf Dr. Krieger nur konzentrieren könnte, aber das ist ja leider nicht der Fall. Ich muss mich hier auf alles konzentrieren, auf jeden Einzelnen. Mein Gott, ey. Hallo, ich... Wo ist das Gegengift? Wer hat sie infiziert? Wir haben ein verseuchtes Gebiet durchquert. Das Mutagen kann nur durch Injektion verabreicht werden. Ich wünschte, es wäre mein Verdienst. Aber ich hatte ja nicht einmal Zeit für die Vorbereitung. Sie werden sicher ein schönes Exemplar abgeben. Warten Sie eine Stunde. Bei ihr geht's vermutlich schneller. Der Alte hatte immer einen Sinn für Melodramatik. Leider fehlte ihm der Sinn fürs Geschäft. Doyle, Sie haben doch nicht etwa... Natürlich habe ich...
Bei der Regierung habe ich schließlich gelernt, dass es für jede Waffe einen Käufer gibt. Warum haben Sie Krieger nicht selbst erledigt? Die Triginen sind sehr loyal. Und Sie haben Ihren Papa getötet. Ich würde mir ja gerne ansehen, was passiert, aber ich muss ein Supermuttergen verkaufen. Doyle, wenn Sie uns das Gegengift nicht geben, kommen Sie hier nicht lebend weg. Auch wenn ich Ihnen keine Knarre an den Kopf halte, sollten Sie mir verdammt nochmal glauben. Sorry, das brauche ich. Verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen nicht die Hand gebe. Das ist jetzt... Das ist nicht sein Ernst. Übrigens, wie habe ich Dr. Krieger auf einmal so schnell kaputt gemacht? Ich komme, mein Freund. Okay, jetzt müssen wir auch noch... Wo bin ich denn hier? Achso. Jetzt müssen wir Doyle... Oh, Doyle, Alter, das hast du nicht getan. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht getan. Doyle. Ich muss einen Cut machen. Also, ich würde mich bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.